Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute ist Sonnabend und eigentlich hätte ich jetzt ausschlafen können, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Also irgendwie war ich heute schon ganz früh wach und ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass mich doch was angeknipst hat. Wirklich dieses Thema Junk Journaling, das spukt schon eine ganze Weile so in meinem Kopf rum. Ja. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit Uta, mal ganz liebe Grüße nach Erfurt. Die schrieb da irgendwann mal, ja, sie hat da bei so einem Junk Journal Projekt mitgemacht von Luisa Heinzel. Da ging es um dieses Pinguinbuch und dann habe ich, ja, da so ein bisschen geguckt, wie das so ist und habe mir die ganzen Videos angeguckt von Susanne und von Petra und von Jutta und von allen möglichen anderen, die da sowas machen und dachte, ja, ist ja eigentlich sehr, sehr cool. Weil es auch so richtig Freestyle ist und mir das richtig gut gefällt. Allerdings habe ich so ein bisschen ein Problem, weil ich habe eigentlich nicht wirklich viel Bücher so oder dann die Buchseiten dazu und natürlich mein größtes Problem, ich wüsste überhaupt nicht, was ich mit so einem Junk Journal anfangen soll. Es ist ja auch so wie bei den Art Journaling Sachen, die mache ich ja auch nur für mich selber und das wäre eigentlich bei diesen Junk Journal genauso. Ja, naja, und dann, was macht man so? Man fängt da genauso an. Ich habe hier also so eine Mappe gemacht und jetzt ist da, seht ihr schon, ja? Ich habe jetzt angefangen, Teebeutel zu sammeln und ich habe Papier eingefärbt. Das hier finde ich am besten mit so, das ist Räubusch-Tee. Also diverse Kaffeedinger und. Ja. Und dann irgendwie zwischendurch habe ich schon immer gedacht, ein bisschen bescheuert bist du ja schon, weil ich sag mal, irgendwo halt ja genug Zeugs rumliegen und ja. So, und wie gesagt, das Einzige, was ich noch so an Büchern habe, ist so ein ganz uralter Duden aus der DDR-Zeit. Den habe ich schon immer mal ein bisschen so auseinandergenommen. Seht ihr hier? Ja, das ist dann die Seiten rausgenommen und besprüht. Das ist immer so ein Moonglow-Spray. Das gibt es schon ganz lange, also jedenfalls habe ich das lange. Und das hat so eine Basis von Walnusstinte und das ist eben zufällig auch braun hinten. Also eigentlich sehr schön. So, und dann hatte ich mir mal eins noch gekauft, wegen der Schrift. Bei uns gibt es ja auch so ein Bücherantiquariat. Also, eigentlich, ja, komisches Thema, aber ging einfach nur um diese alte Schrift hier. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal auseinandernehmen, aber da muss man natürlich aufpassen, weil hier habe ich mal so, das wird ganz doll jetzt glimmern bei euch, aber das ist mal ein ATC und da muss man natürlich aufpassen, weil hier zum Beispiel steht dann, das ist mir hinterher aufgefallen, steht dann da Seuchen und so weiter, Not und Armut. Na super. Habe ich ein ganz tolles Stück rausgerissen, also das geht ja nicht. Sollte man schon mal gucken. So, aber worum es mir heute geht, ich habe dann wirklich jetzt so eine Idee entwickelt. Jetzt habe ich letztens ein Packpapier gekriegt, na, bei irgendeiner Verpackung, das war hier auch immer wunderbar perforiert, kann man also total auseinanderziehen. Zeig mir diese Dinger genommen, hab die in Tee gebadet und ein bisschen zurechtgeschnitten und jetzt ist da was rausgekommen. So, und zwar habe ich mich heute Morgen hier hingesetzt und hab hier angefangen, weil ich stempel. Das ist einfach so. Und bin so eben mal komplett so durch alles mögliche, also ist alles noch angefangen, ihr seht es ja, aber ich hatte da richtig viel Spaß. Also die Größe wird wahrscheinlich dann so werden von dem Ding. Ich werde das also so in der Größe nehmen. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was das für ein Buchrücken wird. Das denke ich mal, das mache ich lieber selber. Aber das hat schon erstmal richtig viel Spaß gemacht. Ja, ein kleines Problem hatte ich schon, weil ich habe, die ersten sind alle Grunge-Stempel von Studio Light. Hier diese ganzen, die habe ich mit so einem Archive Sepia gestempelt. Eigentlich hätte ich das gerne alle so gehabt. Aber die Stempel, die ich habe von Alan Create, die kann man damit nicht stempeln. Das funktioniert nicht. Da braucht man dieses VersaFine Clear. Und da habe ich jetzt leider dummerweise keinen so einen Braunton, der so ungefähr dazu passt, sondern nur dieses, was so ganz so dunkel ist. Ich weiß ja nicht, wie heißt das? Pincoin heißt das, genau. So, und das andere war halt von Archivel hier so ein Sepia. Ja, das ist natürlich echt schade. Also, da habe ich ein bisschen den Nerv drüber. Aber ansonsten habe ich jetzt hier so Blätter gemacht, ja. So was hier, hier ist noch nicht so viel drauf. Ach so, ich habe dann am Anfang habe ich alle diese genommen mit den, also entweder hier die quer oder diese Blütenstempel hier. Oder, ja, genau, hier haben wir auch noch Grunge-Stempel. Moment, muss ich jetzt mal wieder ein bisschen suchen, weil, war Donny so vorbereitet? Hier zum Beispiel, ne?
so eine Blüte drauf. Oder hier haben wir die auch. Davon habe ich eine ganze Menge. Kann man also wunderbar irgendwie rechts, links hin machen, dachte ich so. Und den Rest, ja, den stempeln wir so wild durch die Gegend. So, dann habe ich noch so ein anderes Packpapier. Der ist ein bisschen größer. Da habe ich gedacht, ja, kann man so falten und dann so. Und dann hat man dann auch so gleich hier so Taschen. So, die sehen jetzt so aus. Da sind auch diese von Studio Light, die so ein bisschen Jeansstempel waren, also stoffmäßig. Hat auch schon ein bisschen was drauf gemacht. Hier zum Beispiel, ich hoffe, man sieht das irgendwie. Da haben wir jetzt also vier so eine Dinger. Also das ist alles angefangen. Es ist noch nicht fertig. So, und dann hatte ich ja so eingefärbtes Papier. So Kopierpapier, ganz normales. Und das ist dann, das wird so was. So, also richtig schön wild drauf gestempelt. Das ist noch nicht fertig. Aber ich hatte heute richtig viel Spaß und fragt mich nicht, wie hinter mir das alles ausgesehen hat, weil da lagen natürlich die ganzen Stempel rum. Die müssen ja dann auch mal abgewischt werden und getrocknet werden. Also, ihr seht schon, ich habe schon genug Stempel. Man, so, und ein jetzt sieht auch ein bisschen aus wie Buchseite. So. Ich werde da noch viel, viel mehr dran machen und bin auch schon ein bisschen gespannt, wie das alles nachher aussieht. Mal sehen. Ja, hier haben wir noch so ein paar Seiten. Und ob da Buchseite rinkommt oder nicht, das weiß ich noch ja nicht. Muss ich mal erstmal sehen. So, das ist jetzt so mein Stand. Und ich finde das auch schön, dass die so abgeranzt sind. Übrigens habe ich dann auch festgestellt, man kann, was ich sonst noch nie gemacht habe, ich habe das Papier noch nie über so einem normalen Lineal gerissen. Und, ihr werdet nicht glauben, ich habe wirklich echt so ein Reißlineal. Also, ich glaube, das habe ich noch nie benutzt. Das ist bestimmt mal in so einem Set drin gewesen von QVC. Mit einer Schere oder irgendwas oder keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle ist das ja auch schon mal. Ich kann das endlich mal benutzen. Und sowas freut mich immer ganz doll. Wenn dann Sachen, die so, ja, so ziemlich unnütz rumgelegen haben, wenn ich dann doch mal auf die Idee komme, das zu bebasteln. So, jetzt habe ich erstmal, mein Enkelsohn kommt jetzt heute. Das heißt also, so ganz viel Zeit werde ich jetzt nicht haben, aber ich glaube, ich werde da nachher ja nochmal sehr viel Spaß dran haben. Und mir natürlich auch, wie gesagt, ich habe ja eine Stempel, wo so, die so aussehen wie Buchseite. Ich bin gespannt, was hier aus dem ganzen Krempel wird. Also so, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt sowas mache. Und so, ich kann euch nochmal zeigen. So sieht jetzt also mein gewischtes Papier aus. Und wenn ihr euch das anguckt, ist das auch immer sehr interessant, was dann dabei rauskommt. Deshalb wische ich auch nicht auf so ein Craft-Sheet, weil, ja, hier kann man manchmal auch ein bisschen was von verwenden und das irgendwie, ja, mal gucken. So, dann habe ich hier noch von diesem ganzen Papier auch schon ganz viele so eine kleinen Stücke, die da noch irgendwo waren und ich bin ganz gespannt, wie das alles funktioniert und ob ich mich wirklich traue, da so ein ganzes Junk-Channel zusammen zu basteln. Ja, ich bin gespannt und mal gucken, wie das alt weitergeht. So, bis dahin erstmal.